Sottle, moin moin und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit Apocalypse Now Mod hier. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie immer haben wir viel, viel, viel zu tun. Du siehst Tag 48, 4.50 Uhr morgens. Nächster Tag wieder Horden-Time. Deswegen habe ich das Ganze hier ein bisschen durchlaufen lassen. Wir machen hier noch gerade 500 Stahl, weil wir den restlichen Beton noch aufwerten müssen. Zumindest so gut es geht, so weit wie es geht. 462 Titan haben wir hier schon. Hier haben wir 429. Wir müssen nur dran denken, wir müssen ein bisschen behalten, um dann das Ganze während der Hordennacht auch reparieren zu können, damit die das nicht wieder komplett kaputt kloppen. Ne? Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, einmal hier, wir müssen natürlich hier hinten den Schatz holen gehen. Und ich war so frei, bin in der Zeit nochmal die Bunker abgefahren an Tag 47, habe die Granaten eingesammelt. Derer waren es dann insgesamt wieder 200 Stück. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder gut 300 Granaten. Und das Geile ist, Tag 49 ist schon wieder Restock. Also es kommt mir so vor, als könntest du jeden zweiten Tag da die Granaten einsammeln. Das heißt, Granaten werden kein Problem mehr sein, sondern eher unsere Jetons. Wir sehen es, wir haben nur noch 56.000. 900 Schuss Schrotflintenmunition mittlerweile, das ist echt krass. So, die nehmen wir mal mit. Da warten wir noch auf drei, dann können wir schon mal den ersten Kommentar lesen. Der kommt nämlich vom lieben Klaus. Moin Ede, also ich muss sagen, dein Spielstil ist doch super. Würde ich noch zocken, wäre meiner genauso. Rein ins Getümmel und drauf da. Taktik ist was für Angsthasen. Wenn man nicht stirbt, macht das Game nur halb so viel Spaß. Und außerdem unterhält es uns, wenn du mal wieder drauf gehst oder flüchten musst. Schöne Folge und wie immer danke für deine Zeit und Mühe. Gruß an dich und die Edenauten. Gruß zurück, Klaus. Auch danke für deine Zeit. Und wenn es dich und euch unterhält, wenn ich draufgehe und flüchten muss, dann werdet ihr sehr viel Spaß haben in dem Projekt von 7 Days to Die, was nach der Abonau kommt. Ja? Ich habe mir da was überlegt. Das wird lustig werden. Das wird richtig lustig werden. Aber dazu sage ich jetzt noch nichts. So, komm, jetzt sind wir schon bei 471. Das reicht. Die nehmen wir jetzt mal mit, damit wir das da hinten reparieren können. Die sind auch fertig. Super, dann müssen wir die noch gerade machen. 7.500, ey. 7.500, alles klar. So, wie viel können wir hier machen? Nochmal Stil, nochmal 682 Schuss. Das ist gut. Ich glaube, wir brauchen echt eine zweite Chemiestation. Damit wir da mal hier weiterkommen. Oh, das dauert zu lang. Das sind 600 Schuss, das sind 700 Schuss. Dann hätten wir 1.300 Schuss. Ich meine, es wird mehr, aber trotzdem ist es halt Müll, da kommt Beton raus. Da kommt einfach so Beton raus, weißt du? Was denn dat? Was denn dat? Ich glaube, es hackt. So, nicht wundern, wenn ich hier versuche, was ist das, berlinerisch zu sprechen. Ich finde den Dialekt einfach cool. Und ich quatsche ihn einfach immer so zwischendurch. Auch wenn ich es nicht wirklich kann und nicht aus Berlin komme. So. Los geht's. Also. Nachgeladen. Die Desert Vulture hier, die finde ich auch sehr cool. Wo ist eigentlich... Moped ist in der Leiste. So. Los geht's. Gucken, ob der Wanderclub wieder vorbeikommt. Aber jetzt muss erstmal hier... auf jeden Fall das Titan repariert werden. Als Maßnahme Nummer 1. So, mach 2. Hier. Dankeschön. Weil die haben doch übelst gelitten hier. Oben die nicht. Vielleicht kriegen wir es noch hin, hier ein so ein Titanblade hinzupacken. Wobei man da dann aufpassen müsste, weil wenn das explodiert, dann haut das direkt den Strom weg, ne? Das ist dann das Doofe. Guck dir das mal an. Nur durchs Reparieren sind jetzt schon über 50 Barren weg, ey. Das ist... uff. So, alles ganz. 61 Barren, nur durchs Reparieren hier. Noch mehr. 68. Krass. Echt krass. Richtig hart. Da noch. Da noch, da noch. Den müssen wir wieder aufwerten. Jawohl, den können wir aufwerten, den können wir aufwerten. Da brauchen wir erst das gefaltete Metall. Machen wir hier mal ein, hier mal ein, hier mal ein, immer so einen an der Wand.
die auch ein bisschen mehr aushalten hier. Und dann vor allem das hier drumrum. So. Gucken wir mal draußen, sonst haben wir hier wieder die Treppe, ne? Siehst du? So, das ist die Ecke. Da oben müssen wir nämlich dann ganz genau gucken, dass wir das noch zumachen und zusehen, dass wir den Beton hier wegkriegen. Vor allem hier die Pfeiler. Die vergesse ich immer sehr gerne, weil sie halt ratzdifatzdi außen sind und du das nicht siehst. Was haben wir? Machen wir das hier mal. So, das war's, ne? Ende Legende. Das heißt, wir framen uns jetzt mal hier hoch. So, gucken, wo der Beton anfängt. Machen daraus schon mal Stahl. Brauchen eigentlich keine Angst haben, weil es gibt ja eh nicht mehr, was wir aufwerten könnten. So. Also langsam wird's. Jetzt wieder hier hin. Und hier außen rum, ne? Da müssen wir auch auf jeden Fall was machen langsam. Die Erde ist da schon grob fahrlässig, wenn die da drunter kommen. Und den ganzen Turm zum Einsturz bringen. Dann haben wir Spaß. Dann haben wir Spaß. So. Oh, erstmal hier den ganzen Rand. Der eh immer vergessen wird. Ah, Gott sei Dank hat man noch was Beton dabei. So, Dach ist zu. Soweit, gefällt mir. Da stehen wir immer. Können wir hier so die Geier wegnatzen. Passt. Blub, 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 blub. Wie viel haben wir noch? 170 müsste eigentlich passen. Ja, vielleicht mache ich das zwischen den Folgen. Hier wenigstens so zwei breit drumherum. Halt schon mal Stahl hier. Wir haben ja noch Eisen hinten drin. Das könnten wir nehmen dafür. Jo, machen wir hier auf der Seite. Das könnten wir vielleicht noch fertig kriegen. Die Vorderseite werden wir auf keinen Fall komplett fertig kriegen. Guck, und jetzt haben wir noch 40 übrig. Die können wir eigentlich behalten zum Reparieren. Ja, so langsam wird's gut angepinselt, ne? Hier unten ist schon gut aufgewertet. Da ist der Stahl noch. Der hält auf keinen Fall mehr die ganzen Zombies ab. Aber wir sind auf einem guten Weg. Es läuft noch 400 Titanen durch. Problem nur, wir müssen wieder los, ob wir wollen oder nicht. Weil die 400 Titanen werden niemals im Leben reichen. So. Schatzkarte markiert. Vollgetankt ist. Wir schieben einmal das Aufnahmeprogramm nach oben und lesen den nächsten Kommentar, der da von Moonshine kommt. Wie immer, geile und spannende Folge, genauso wie der heutige Livestream, mach weiter so. Und ja, ein Guide wäre nice, kenne auch nur Vanilla und hab da auch nicht wirklich viele Spielstunden. Okay, Moonshine, okay. Ja, der Stream war mega, war richtig lustig. Ganz Haufen Leute da, hat super, super Spaß gemacht. Wenn du auch dabei sein möchtest, am Montag ab ca. 17.30 Uhr ist der nächste Stream. Dann machen wir natürlich weiter mit der Zombie-Daisy-Mod und es steht die erste Horde an. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Kommen sie her, kommen sie ran. Los geht's. Ah, da ist wieder der Teich, da müssen wir drum rumfahren. Der Grinch schreibt, habe die Ehre, Edo und Innenorten. Ich feiere deine Folgen wie Bolle. Bei einem Com-Server wäre ich auch dabei und mit Discord hätte ich auch kein Problem. Okilidokili. Grinch, okilidokili. So. Und danke, dass du das so toll findest. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da rausholen. Dann haben wir die Schatzsuche, glaube ich, auf 3, ne? Dann könnten wir auch ganz schnell da rumbuddeln mit dem Titanbohrer. Bevor ich es vergesse. Im Stream mit der Zombie Daisy Mod haben wir nämlich eine schöne Challenge. Da sind wir so eine ömmelige, poplige Holzscheune gerade am Ausbauen und haben ständig Spaß nachts mit Spucker-Zombies und so. Da ist immer Party und so schnell kannst du gar nicht reparieren, wie die da ankommen und die alles zerdeppern. Aber das ist die Challenge dabei, ne? So, was sagt der? Oh, hier Kohle und so.
Tut mir leid, da kann ich nicht vorbeilaufen, das muss sein. So. Ganz viel Kohle. Ganz viel Kohle. Müssen wir eh wieder alles sammeln gehen, jetzt nach der Horde. Weil Ressourcen, Essig, die sind langsam alle weg wieder. Haben wir auch nicht mehr so viel von. Ab in den Schnee, da können wir sogar noch ein paar Tiere killen hier, für Fleisch. Wenn wir welche finden. Da liegt auch wieder Blei, glaube ich, ne? Was ist denn da oben? Was ist das? Muss ich das kennen? Okay. Ich glaube, das ist für die Leute, die keine Lust mehr haben und das Ganze beenden wollen. Weg damit, weg damit. Nach. Junge, lässt du unser Moped in Ruhe? Aber sonst geht's dir gut, ne? Da haut dir einfach unser Moped. Jo, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Dankeschön. Neben. Jo, die spawnen. Sollen wir mal schießen? So regeln wir das. Dankeschön. Gucken, was drin ist. Ah, so macht das Spaß langsam. Wenn du hier alles schnell zack, zack, zack bewegen kannst. So. Haben wir drin. Kennen wir leider schon. Kennen wir schon. Stahlaxt, 4 Mega-Molotov-Cocktails. Okay. Mal gucken, was die können. So, das heißt, Base repariert, Schatz abgegriffen, könnten wir mal hier in die Stadt gehen, gucken, was da so los ist, was wir da noch so finden. Ich glaube, die verbesserten Waffen, die können wir nur bauen, die können wir nicht finden, oder? Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt irgendwie so eine verbesserte M60 finden würden. Das würde ich voll feiern, aber ich tippe jetzt mal nicht, dass das geht. Was willst du? Schnauze, Schnauze. Okay. Was war das denn? Es geht so schnell, dass du da selber direkt in ein Loch fällst, ne? Ich wollte sagen, das mit dem Zielen üben wir nochmal. Aber hey. Hier, machen wir noch ein bisschen EP. In Brand stecken, damit es ihm warm wird. Dankeschön. Weiter geht's. David Engel schreibt, schöne Folge und schöne Grüße an dich und alle Edenauten. PS, warum sammelst du das Gemüse bei deiner Burg vor dem Steg auf? Hab ich da Gemüse aufgesammelt? Wieso nicht? Essen und so. Oh, der Eiffelturm. Aha, ich sag ja, hier gibt's viel Fleisch. Aber das weißt du wahrscheinlich schon selber. So. Oh, ist das ein Panzer? Was ist das denn? Geil. Was ist das denn für ein Trader? Wie sieht der denn aus? Wie... Lol. Lol, wie geil ist das denn bitte? Ja, Panzerhändler. Mega. Schon gar nicht gesehen. Mal hoch hier. Wo kommt man denn hier rein? Wenn ich fragen darf. Muss man nochmal irgendwo hoch?
Der ist ja geil, den habe ich noch nie gesehen. Wie cool ist das denn bitte? Ah. Wo geht's hier hin? Zerstörte Werkbank, okay. Nägel nehmen wir gerne mit. Fresh Bread. Ist ja mal richtig cool, ey. Jetzt lassen wir mal. Können wir das kaputt machen? Haha. Ist natürlich geil, ne? Auch wenn nichts drin ist. Trotzdem dran da. Ja, ja, hau du. Kein Problem. Mal gerade zu hier. Nicht, dass die direkt reinkommen. Ach, da steht der. No public bathrooms here. And don't be peeing on the floor. Wer piet denn hier auf den Floor, du Ferkel? Rolling Pin! Nein, was hat der denn hier? Antibiotika hat er. Könnten wir eigentlich mal mitnehmen. Da haben wir schon mal eins. Sowas kann man immer gebrauchen. Research Data könnten wir auch gebrauchen. Jawohl. Die roten auch. Kann man nie genug haben, bis wir alles erforscht haben. Wie sieht's hier aus? Ein Fahrradfahrwerk. Willst du mich veräppeln? Ich kann gerade mal hier die wieder hochscrollen. So. Rezo-MF-Schwertschematik. Nein, danke. Ja, ich muss hier noch gucken. Nee, muss ich nicht. Du burnst auch. Wo geht's denn da unten hin, wenn ich fragen darf? Noch eine. Mhm. Was es hier nicht alles gibt. Wer lebt der hier im fetten Panzer? Weißt du, die ist natürlich verschlossen, ne? Das ist bestimmt die, die Notausstiegsluke oder so. Pass auf. Wie geil ist das denn, ey? Ja, auch verschlossen hier. Okay, da ist nichts drunter. Ja, die hauen alle hier irgendwo drin rum. Dann gehen wir mal wieder. Hier gibt's ja nichts Tolles. Lässt du das mal? So, der liebe Kai schreibt. Ach ja, ein kleiner Tipp für deine Hordenbase. Setze an dem Boden der Base einmal rundherum Erde. Warum Erde? Dann mach mal Betonblöcke hin. Mindestens. Die mache ich dann noch. Und dann schreibt er noch. Hey Ede, also in Ressourcen schwimmen? Naja, bisher nicht so. Was mit dem Server betrifft, da kann man ja dann alles absprechen. Wenn es Leute gibt, die sehr viel zocken, können ja allen anderen unter die Arme greifen. Das ist wahr, Kai. Das ist wahr. Ich habe da halt nur die Befürchtung oder weiß halt nicht, wie die einzelnen Leute ticken. Weil es gibt da bestimmt durchaus Menschen, so wie mich, die dann auf sowas keinen Bock mehr haben. Weil ich würde auch nicht spielen wollen, wenn ich auf den Server komme und die Leute sind irgendwie schon, keine Ahnung, 100 Schritte vor mir und dann, ja, hier hast du alles Waffen, Munition, dies und das, Ananas, ne, bitteschön, machst du bei uns mit. Das ist für mich dann langweilig, weil ich dann nichts mehr zu tun habe. Ich krieg alles sozusagen, salopp gesagt, in den Arsch geschoben, ne, und dann, yeah, jetzt kann ich rumrennen und ballern. Also mir persönlich macht das keinen Spaß dann. Aber das bin nur ich. Kann jetzt mal hier der Nebel weggehen? Ich will was sehen. Ich will sehen, wo ich hinfahre, wo ich sterbe. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Sicht der Dinge. Der Handvoll schreibt, ein 7 Days to Die Guide auf Deutsch habe ich auch noch nie gesehen. Wäre echt cool. Wie immer, schöne Folge. Jo. Nehmen wir das doch mal in Angriff, würde ich sagen. Müssen wir uns nur im Klaren sein, oder ihr müsst euch im Klaren sein. Ich erkläre das dann so, wie ich spiele. Das ist natürlich nicht das Grüne vom Ei, beziehungsweise nicht die einzigste Meinung. Da gibt es ja noch ganz, ganz viele verschiedene. Jeder spielt ein bisschen anders. So. Und natürlich alle Angaben ohne Gewehr. Wenn irgendwo was verkehrt ist oder wenn man, keine Ahnung, Mist erzählt, ne, beziehungsweise ja, beziehungsweise halt irgendwas besser und schneller geht und so weiter, kann man da natürlich auch gerne Erklärungen zu machen. Aber es ist ja nicht so schlimm. Man kann ja dann, keine Ahnung, Staffel 2, Staffel 3 von machen und einfach dann immer die Verbesserungen mit einfließen lassen. So, ist jetzt mal Schluss hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich sehe gar nichts. Ich sehe echt nichts. Blöder Nebel. Das Einzige, was ich sehe, sind die Frozen Zombies da.
Wer braucht schon Frozen Joghurt, wenn er Frozen Zombie hat? Stehen noch wieder auf, ey. So, wir sind am Frieren hier. Mann, Mann, Mann. Das sieht mir nach dem Spielplatz aus. Ah, das ist der Turm hier, ne? Oh, guck mal, die lassen sogar Loot fallen. Wir gehen jetzt in den Turm da rein. Ich will wissen, was da drin ist. Gucken, ob da guter Loot drin ist. Wir werden sehen. Zip, zip. Oh, Schrotflint-Messias. Endlich mal. Endlich haben wir mal ein Schrotflint-Messias-Buch gefunden hier. Ich weiß, ist nicht clever, das lockt die alle an, aber wir machen es trotzdem. Hallo? Wo ist der Aufzug nach oben? War die hinter uns? Nein, war sie nicht. Okay, war doch keine so gute Idee. Holy moly! Wespennest und so. Ha! Wir sehen wieder was. Sie sehen zwei Schläge, so gut wie tot. Holy moly, ey. Das war echt ein Wespennest. Alter, und direkt Biohazard. Klar, was sonst? Haben wir irgendwie, natürlich keine erste Hilfe. Wäre ja auch zu einfach. Rizo MF-Schwert, okay. Ja. Damit würde ich dann sagen, ist unser Ausflug zum Eiffelturm beendet, ne? Hat ja lang gedauert. So, gerade hier, zack, zack, zack. Rolf schreibt, FPS-Anzeige aktivieren, dann siehst du noch etwas früher, wenn sich was in deiner Gegend tut. Dann geht die Bildrate in den Keller. Das stimmt, Rolf, da gebe ich dir recht. Oh, das wäre doch lame, oder? Oh, wir haben hier wieder einen. Die heilt 12%. Das heißt, wir lassen... Wo geht's denn da hin? Okay. Standen die alle hier unten? Ich will da oben rein. Ich will wissen, was da ist, aber... 65, 62, können wir so machen, bitteschön. Das ist das Chassis, okay. Und Box-Truck. Interessant, interessant. Das hier, selbstgebautes Gewehr. Guck mal hier, haha. So, bitteschön. 20 nur? Kann ich direkt noch eine nehmen? Ist ja ein Witz. Wo ist die andere? Wir hatten noch zwei. Oder hat er jetzt beide genommen auf einmal? Das glaube ich nicht. Das Buch hier, Schrotflint-Messias Band 1, kenne ich auch noch nicht. Jetzt sind wir komplett fertig, nice. Was bringt das denn, Schrotflint-Messias komplett fertig? Magnum-Vollstrecker sind wir fertig. Nice, Schüsse mit einer 4-4-7 an, durchbrechen Gegner, fertige große Menge an Munition, okay. Schlagmann, automatische Waffen, nein. Wo ist Grundausbildung, Feuerwehrmann? Schrotflint-Messias, hier unten. Die meisten Holzblöcke kannst du mit einem einzigen Schuss beseitigen. Fertige alles an Flintenmunition auf einmal. Na toll. Steht schon wieder einer. Mal ganz ehrlich, wenn hier unten schon so viel rumsteht, dann möchte ich nicht wissen, was da oben drin ist. Komme ich da hier so überhaupt rein? Wo ist unsere Pille hin hier, ey? Überhaupt hin hier. Wir werden sowas von tot sein. Lord Valdimort schreibt einfach nur Daumen hoch. Sehr gut. Hier jemals wieder runterkommen? Hühner. Alles voller Hühner. Das wäre...
hinten liegt ein feraler Demolisher. Ich würde sagen, wir gehen wieder. Nicht mit dem Leben. Nicht mit unserer Munition, die wir für morgen brauchen. So. Vergessen wir das mal, ja? Vergessen wir das. Einfach. Hier geht's weg. Viel zu hart für jetzt. Oh, das ist die andere. Oh, sie liegen lassen. Du hältst die Klappe. Weg mit dir. Ja, aber das hier könnten wir eigentlich machen. So, das brauchen wir eh. Der Trader, der war der Knaller, ey. In dem Panzer da. Richtig geil. Da hinten ist schon wieder irgendein Psychobär. Nee, nee, nee. So, also hier ist echt krass, was hier los ist. Aber da brauchen wir halt entsprechende Munition und die Rüstungsskills und alles für. Die haben wir ja noch nicht, weil wir erstmal die anderen Sachen skillen. Beziehungsweise will ich ja jetzt die Punkte einfach erstmal lassen. Damit wir endlich mal da die ersten Perks auf 20 bekommen. Dass wir das da auch alles skillen können, weil das auch wichtig ist. Mal Platz. Einfach überfahren, ey. Ich glaube, da oben ist auch noch was Loot drin, ne? Oder? Working Stiff. Dies tun wir einfach mal ein bisschen aufdecken hier. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Da schreibt der Rolf nochmal. Tja, entweder Wanderhorde oder aufgebrachte Nachbarschaft. So sieht's aus. So sieht's aus. Hier haben wir nochmal schön Papier. Geh weg. Was kommst du denn hier? Wieder eingeklatscht, ey. Mann. So, aber es ist echt gut, um hier alles abzufahren für... Man sieht's, ne? Schematics. Wir haben so viel. Der Hammer. Was hier rumläuft. Unglaublich. So, gehen wir wieder ins Grüne. Würde ich sagen. Collision Center. Echt? Der Rand hier ist echt noch im Grün? Fleisch. Das ist echt praktisch, das Motorrad, muss ich sagen. Oh, guck mal. Oh, wie willst du das Ding denn bitte looten? Nice. Ich weiß, wo wir nach der Horde hingehen. Ich denke, du auch, oder? Art Galleria. Ja, nee, ist klar. Wow. Hä? Alter, Herzinfarkt. Wieso ist denn jetzt das Auto explodiert? Kann mir einer verraten, warum das Auto explodiert ist? Holy shit. Hab ich mich jetzt erschrocken. Da explodiert einfach so das Auto. Hat sie gedacht, nö, der lootet mich nicht. Immer diese Wildunfälle hier. Gut, Manuel schreibt, Servusle, wie geht's Edeon Edeon? Oh, oh, das Wetter, Mann, der schimpft, haha. Joa, Elitzelbitzel, ne? Guck mal hier. Mal wieder. Ja, mit dem Nitrat. Das schmeckt mir gar nicht fad. Ja, ja, ja. Die können wir immer gebrauchen. Sehr gut. So, 14.49 Uhr. Ah, dann nehmen wir lieber einen Honig gegen die Infektion. Da haben wir so viele. Antibiotika behalten wir mal. Für wichtigere Sachen. 31% noch, das Moped. Müssen wir auch mal wieder reparieren. Uiuiuiui. Aber was da auf dem Eiffelturm los ist, das müssen wir auch noch unbedingt gucken gehen. Aber alles nach der Horde. Nach der Horde gehen wir erstmal da wieder schön ins Parkhaus. Können dann gucken, dass wir vielleicht eine, einen Titanschlagschrauber bekommen. Zum Beispiel mal. Guck mal hier, direkt bei uns vor der Tür. Sehr gut. Her damit. Zack, zack, zack.
So. Und irgendwann müssen wir auch mal unsere Base da ausbauen. Das ist ja voll der Schandfleck mittlerweile, aber wie man sieht, kommt man zu nichts. Erstmal muss die Hordenbase stehen. Und dann können wir über unsere Base nachdenken. Zack. Sehr gut. Weiter geht's. Hier ist mir zu gefährlich. Erste Hilfe. Nimm mal hier ein. Nimm mal hier ein. So, unsere eine Antibiotika. Die können wir da oben neben tun. Mehr werden wir eh nicht kriegen, glaube ich. Iron Mace werde ich eh nie benutzen. Ich hätte alles klein machen können, ey. Jede Menge Schematics, wie man sieht. Fangen wir mal an. 5 Stück erstmal. Zack. Zack. Jetzt habe ich die wieder weggetan, ne, oder? Ja, habe ich. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 könnten wir eigentlich hier rein tun. Mal dahin. So, Beton, mal rein da. 4200 haben wir jetzt schon. Das ist gut. Der Händler. Essen, trinken. Mods und so. Nee. Fahrzeuge, jawohl. Box Truck Chassis kann auch mal rein. Vielleicht bauen wir das irgendwann einmal. Genauso wie das Duster Chassis hier. Eines Tages werden wir schon was damit bauen. So, Mods. Das kann da rein, das kann da rein. Händler kann das und das rein. Die können auch da rein. Bringen die hier 120. Ah, die tun wir auch mal da rein, weil wir können eh nichts damit machen. Ich will da keine Modis benutzen bei uns. So, die kann hier hin. Den Honig hatten wir jetzt genommen, ne? Das ist noch voll. Hier tun wir jetzt mal das Schwert rein. Es wurde ja gesagt, das soll mal einschmelzen. Da kommt viel raus. So, wie sieht's hier aus? Da kann das rein. Der Schnee kann weg. Die zwei können da rein. Der Plasmastab gibt auch noch gut Geld. Die Dose kann da oben rein. Weg, weg, weg. Wie viel Schimmelmatrix haben wir wieder? 119. Hahaha. So, 800 rote. 480 lila, ne? Das ist doch schon mal gut. Was machen wir jetzt? So. Wo haben wir denn noch Bücher? Der ist auf 9, der Engineer. Okay. Survivalist. Medic ist auf 0. Ne, das ist der Hunter. So, Medic ist auf 3. So rum. Alles klar. Farmer müsste auch noch weiter. Miner ist auf 9. Scavenger ist auf 2. Fast Looter. Brr, Fast Eddie hier. Nee. Dann machen wir jetzt nochmal einen Engineer und danach nochmal einen Miner. Dann sind wir sie nämlich beide los und haben sie beide auf 10. Fertige. Zack. Ich weiß, das würde genau reichen, aber dann ist das leer. Das will ich nicht. So. Obwohl. Was soll's? Komm her. Rezepte. Meiner fertigen. Bitteschön. Haben wir sie beide fertig. Was haben wir hier? Nochmal 178. Könnten wir eigentlich noch ein bisschen aufwerten gehen. Das geht ja so gut. Lehm auf 30.000. Alter. Guck mal, das Eisen hier pingelt auch da rum. Bringt nichts. Könnten wir eigentlich nochmal danach dann jede Menge High-Quality-Metal machen hier. 1.000. Und weg ist es. Können wir da nämlich alles auf High-Quality-Metal aufwerten. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wie viel Schießpulver haben wir hier noch wieder? Beziehungsweise hier 8.000. Jawohl. 22.000. Jawohl. So, Gunpowder 1.000. Hier 15% billiger. Machen wir gerne 9 Stück. Das heißt wieder 9.000 Schießpulver. Ja, guck mal. Langsam wird's. Langsam wird's. Wie sieht es hier denn aus? Da sind schon wieder 500 Schuss drin. Können wir direkt mitnehmen. Jetzt haben wir 1100. So, damit ist der Engineer jetzt auf 10. Super. Gleich ist der Miner auch auf 10. Rüber zu unserem Turm.
Wollen wir da noch ein bisschen aufwerten? Ich muss gerade gucken. Genau, einen Kommentar haben wir noch vom lieben Stefano P. Der schreibt, Familie geht vor. Auf jeden Fall, Stefano, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn die Schwester dann extra mal 450 Kilometer fährt, kann man die schlecht da sitzen lassen, ne? Das macht man einfach nicht. So. Wo könnten wir jetzt noch aufwerten? Auf Titan. Das hier erstmal auf jeden Fall. War da was kaputt? Tatsache. Habe ich hier einen vergessen? Ede, schäm dich. So, 68 noch. Die zwei können noch. Kaputt. Oh, dieser Ede, ey. Das ist eine Pfeife, weißt du. Nix kriegt er hin, aber gar nichts. Ah, es sieht schon gut aus. Sieht aus wie so ein Überseecontainer, so ein blauer. Sieht das ein bisschen aus. Ah. Wie viel haben wir noch? 8. Geht eh nicht mehr. Okay. So, dann jetzt noch den Miner auf 10. Tada! Wie viele Punkte haben wir? Wir hatten noch ein Level up. Jetzt haben wir 4. Das heißt, können wir das hier nochmal machen? 16. Nein, kostet 8 Punkte. 8 Punkte, 9 Punkte sind 17 Punkte, 27 Punkte, 39 Punkte, 49, 50, 52 Punkte brauchen wir noch. Alter, Killer Bunny, bist du des Wahnsinns. Oh, wir sind auch gerade mal Level 70, ne? Dann geht noch einiges. Gut, dann würde ich sagen, ich wusel jetzt noch ein bisschen hier rum, sammle noch ein bisschen Stahl, beziehungsweise hoffe, dass der schnell genug fertig wird, dass ich hier noch 2 Reihen drumherum machen kann. Mit Stahl mindestens. Damit das ein bisschen hält und die nicht hier drunter graben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mit der Tag 49 heute wieder. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.